So, weiter geht es mit einer neuen Folge Star Wars Battle on the Front 2. Wir sind hier immer noch unterwegs und ihr seid wieder mit dabei, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen ein dickes, fettes Dankeschön an euch da draußen und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Wir müssen töten. Töten, töten, töten. Was denn sonst? Immer nur töten. In jedem Spiel bin ich nur am Töten. Bis jetzt so ruhig und still und friedlich. Scan das mal für mich. Okay, wir scannen mal die Gegend. Alles klar, einer rennt hier drüben rum, zwei rennen hier rum. Ob wir die Sneaky wegholen können? Ich bezweifle es. Ich bezweifle es, weil die hier in so Dreiertruppen sind. Ah, vielleicht hier, wenn ich meinen Droiden einsetze. Könnte das funktionieren. Oder wir machen eine ganz andere coole Aktion. Oh, es sind viel zu viele, nee. Nee, 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 das kriegen wir so nicht hin. Zeig mir einen Scan. Ich habe noch eine Idee. Ich versuch's erstmal hier von der anderen Seite. Und wenn das nicht klappt, dann machen wir einen hier auf Action. Alles klar, der hier ist blind. Aber der andere sieht mich und der hat gute Augen. Er hat mega gute Augen. Und es geht rund. Oh Mann. Oh Mann, Freunde. Der Schrei, Alter. Einmal. Alter, Alter. Die scheppern hier volle Möhre rein. Ey, wie gut können die denn bitte schön Granaten werfen? Offizier gesichtet. Jo, ich bin dran. Bams. Direkt in die Fresse. Okay, genau dieses Baby, dachte ich mir, setzen wir hier ein. Das Krasse ist, wir haben unendlich viel Schuss damit. Na komm, zeig dich. Suche nach Gegnern. Habe ich ihn? Nö, lebt noch. So, jetzt weggeholt. Von der anderen Seite niemand. Okay, hier drüben. Bam, Alter, ich liebe die Knarre. Einfach nur gut. Einfach nur gut. Yo, damit zerlegen wir auf jeden Fall jeden. Scan. Zeig mir einen Scan. Irgendwas ist noch hier drüben. Er bewegt sich. Er rennt direkt zu Mami. Och Mann, komm schon mit diesen verdammten Granaten. Boah, er hat den Schuss überlebt. Alter! Der Weg zum Hangar ist frei. Heftig. Wir brauchen die Detonatoren. Heavy ist wirklich heavy. Detonatoren. Detonatoren. Sehen Sie sich weiter um. Wie das aussieht. Ich liebe die Grafik hier in dem Spiel. Nö. Obwohl. Ah, nee. Nee. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll. Kein Jäger greift an. Ihre Waffen finden. Sofort. Schon erledigt. Das haben Sie nicht erwartet. Oh, ich muss. Wie komme ich hier raus? Sie hat die Scheißwaffe nicht losgelassen und ich bin tot. Ah, verdammt, wie ich es liebe. Wie ich es einfach liebe. Rüstung mitnehmen. Obwohl, ich mag den Scan. Och nö, jetzt bin ich hier unten, oder wie? Na toll. Dein Jäger greift an. Schwere Waffen
Alter, keine Chance. Ey, nicht euer Ernst. Man spawnt irgendwo da unten und wird direkt zerpflückt von dem verdammten TIE-Jäger. Ey, wie mies ist das denn? Ich überlege gerade, ob ich irgendeine andere Waffe mitnehmen soll. Nehmen wir mal die A280 mit. Ja, was soll ich denn hier machen? Wow! Ja, der kann sogar hier durchschießen! Ey. What the fuck? Wie soll ich den denn bitte schön stoppen? Die Kiste hat mich nicht gerettet. Ey, ich hab den so gut weggeholt. Ich hab den so gut weggeholt. Loslassen, loslassen, loslassen! Das haben sie nicht erwartet. Oh, shit. Das war eine schwere Geburt. Der Granatengott schlägt wieder zu. Alter, dieser Alarm, ne? Dieser verdammte Alarm. Direkt auf die Thais. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Und zerstört dann das Schiff von innen raus. Ganz genau. Eine hier drüben. Detonator platziert. Und einer hier. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell. Also einer Sache kann sich das Imperium sicher sein. Sie können verdammt nervige Alarms bauen. Das haben sie drauf. Das haben sie richtig drauf. Das muss das Rettungsteam sein. Unser Rettungsteam oder deren Rettungsteam? Zu den Schiffen. Alter, die Granate war ja göttlich geworfen. Unmenschlich gut. Ja, die kommen immer noch, ich weiß. Weiter so, wir haben es fast geschafft. So, hier weggeholt. Achtung, meine zerstörte Schütze. Ich weiß, er schießt auf mich. Scan läuft. Also bitte nicht stressen, ja? Betreiben. Oh, da drüben ist ja noch einer. Dat aim. So, hier. Gegendroide. Oh, fuck! Feindlicher schwerer Schütze! Okay, den hier drüben. Das waren dann wohl alle. Das waren dann wohl alle. Freunde, 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 nix wie weg hier. Stirb! Ja, ich bin ja dran. Hauen wir ab. Hoffentlich waren das genug Detonatoren. Ich denke schon. Anscheinend.
Okay, Danger One. Unity. Wir finden keine Lücke in der imperialen Formation. Wir können nicht durchbrechen. Noch nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Hört mich jemand? Hier ist Starhawk Unity. Wie los da oben? Bei so einer Schlacht kämpft jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Wow, 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 nee. Du kannst da echt nicht nah ran. Da wird man ja regelrecht angezogen. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Was passiert, wenn wir ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Ja, wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Ma'am. Hier, Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg! Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich! Heiliger im Anflug. Holen wir sie uns. Jo, bin dran. Einer weniger. Der Abschuss geht an dich. Aber irgendjemand ballert mir hier gerade hart von hinten rein. Von hinten, Roy. Ey. Jäger zerstört. Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Okay, und da wollen wir jetzt landen. Während diese Riesen durch die Gegend latschen. Inferno. Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Was haben wir hier drüben? Wir können erst evakuieren, wenn die Kampfläufer zerstört sind. Okay, Heilung. Oh, Heilung ist nice. Ich hätte gerne Heilung. Aber dann verliere ich meinen Scanner, ne? Wenn ich die Heilung nehme. Hier drüben. Jo, verliere ich den Scanner. Was irgendwie scheiße ist. Denn ich mag den Scanner. Ich finde den Scanner gut. Beim Rückzug an diese Position wurde es zurückgelassen. Okay, okay. Unterstützungsfeuer. Natürlich da drüben. Da, wo alle Gegner sind. Interessiert ihn null. Ich hab's. Shrift, nehmen Sie mir die Schuss. Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Dann hoffen wir mal, ich bin richtig. Hier ist Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Hau runter, Junge! Oh, der war gut, der war gut, der war gut! Genau die Hälfte abgezogen. Oh, zweimal das Ganze also. Oh nein, es lädt auf, oder? Der Orbitalangriff wird den AT-ATs Zeit. Geht er raus? Feuer! Hierher! Oh shit! Wir haben schwere Waffen! Oh, fu, Alter, fu! Gib mir mal das hier. Während ich Cooldown habe, muss ich mal den hier auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Alter, normalerweise müsste der drauf gehen. Das sieht richtig fies. Komm schon, hol den hier noch weg und dann ballern wir los. Löse dich, dass sie nicht loslässt. Sie lässt wieder nicht los. Ich kann nicht weg. Ey, das gibt's nicht. Ich kann nicht weg, ich kann nicht weg. Lass das Ding endlich los. Meine Fresse, die klebt daran. Komm schon. Müsste gehen, müsste klappen, müsste gehen.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, er steht immer noch. Geht er down? Aus dem Weg, wir holen erstmal den einen hier drüben weg. Yes, endlich! Endlich einen weggeholt. Der AT-AT ist zerstört. Ihr habt große Verluste. Es regnet Feuer. Achtung, feindlicher schwerer Schütze. Komm schon. Wow, 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 hier geht's rund. Yes, die Granate hat super gesessen. Oh, fuck. Total schmutzig hier. Die alte Sandgeburt. Der alte Schmuddelkopf. Yes, der Todesstoß. Yay. Wuhu. Reicht, Starhawk. Und danke, Sie haben eine Menge Leben gerettet. Inferno, wir müssen zur Evakuierungszone. Vielen Dank! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Und eine Menge Leben ausgerottet, Kumpel. Das ist ein schwerer Schütze. Na kommt! Aber jetzt, komm. Fallen wir zurück. Na los, Männer. Evakuierung. Imperiale Verstärkung. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Easy. Oh, hier drüben ist ja noch eine Welle. Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Zur Corvus! Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. Jawohl. Alle vorwärts! Aber ich will auch mit. Aber ich will auch mit. Ah, verdammt, ich muss weiterkämpfen, ha? Huh? Weiter kämpfen, weiter töten. Ich bin ja schon weg, meine Güte. Mich rettet niemand. Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Ja. Klar, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Hört sich fast an, als hätten sie Spaß dabei. Aber niemals. Aber niemals, nein. Menschen töten und Spaß, nein. Ich doch nicht. Gut. Heute stirbt das Imperium, aber heute ist auch die Folge vorbei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn ihr ganz, ganz viele Bewertungen heute raushaut, dann mache ich noch eine Folge. Wow, es geht weiter. Commander, wir haben ein Problem. Es geht weiter. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Jetzt ist aber vorbei. Also, beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen. Und tschüss! Der Admiral schickt der Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander.